Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier auf dem Spiel 7 Days to D. Denke ich mal. Wir müssen ein bisschen mal sortieren. Wir haben ein paar Sachen gefunden, letzte Runde. Und zwar, wir haben unsere erste Pistole. Pistole heißt, wir sind endlich fähig, uns recht zu verteidigen. Dann nehmen wir die Schaufel raus. Und dann haben wir noch Lederstiefel zum Beispiel. Blumentopf können wir vergessen. Und ein paar Sachen halt rausnehmen. Munition gefunden haben wir reichlich. Wir haben reichlich Munition fürs Gewehr. Zwar nicht reichlich, aber immerhin noch was. Und wir haben ein paar Essen und Kaffee gefunden. Das werden wir jetzt immer ein bisschen einsortieren. Waffen haben wir nicht ganz groß viele. Das und eine Waffe irgendwie. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Ob das geht. Na, geht nicht, nicht vorgesehen. Okay, dann gehen wir mal zu unseren Kisten. Ich denke mal, wir werden uns hier ein paar Kisten bauen. Aufräumen. Ups. Aufräumen. Das heißt, hier haben wir schön Licht. Hier werden wir mal Kisten bauen. Das heißt, wir bauen mal eine schöne Kiste. Am besten gleich drei Stück. Und die werden wir uns hier entsprechend schön. Ja, das geht auch. Gut. Hier kommen unsere Vorräte ran fürs Essen vor allen Dingen. So war das mal gedacht. Kochtopf. Nur Fetzen haben wir auch mal jetzt hier. Den Schraubenschlüssel, den brauchen wir. Schimmeliges Brot brauchen wir später für andere Sachen halt, fürs Kräften. Das ist zum Einschmelzen. Das haben wir hier auch drin. Noch Stiefel. Silbernuggets. Das hat mal gut ist, keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Die Aufnahme läuft ja gut. Ich dachte schon, ich rede hier ohne Spiritus. Hatte ich woanders. Eisen. Leere Krüge Wasser. Holz. Das war oben. Eisenrohr. Ich hau's jetzt mal rein. Da haben wir dann zwei. Gut. Was wollen wir herstellen? Klebeband. Klebeband ist ganz wichtig. Klebe haben wir da einmal. Mussten mehr haben, ne? Haben wir nicht noch mehr Klebeband? Das können wir eigentlich nachts machen, wenn wir Zeit haben. Wir werden mal hier unsere Sachen ausräumen. Das habe ich auch irgendwo, keine Ahnung wo, aber. Ich muss mal sortieren. So, wir haben mal noch ein paar Häuser zum Plündern. Das werden wir jetzt tun.
Wie sieht eigentlich unsere vitalen Werte aus? Aha. Okay. Zwar Ausdauer, Wasser. Wasser haben wir genug, Nahrung, können wir es essen. Essen zum Keller. So, was gegessen haben wir auch. Oben müssten noch Krüge mit Wasser sein. Dann müssen wir gleich mal schauen. Da noch Wasser mitnehmen können. Küche. Ausgang. Irgendwo hatte ich reichlich Wasser gehabt. Ach hier. Wie gesagt, das muss ich noch ein bisschen sortieren. Sonst haben wir irgendwann mal kein Überblick mehr. Den habe ich jetzt schon nicht, aber gut. Schauen wir mal, ne? Wollen wir machen, wenn wir nachts Zeit haben. Hier geht's raus. Ach so. Der Gebietsschutzblock. Wow, wir haben hier Grünzeug im Haus. Das ist schlecht. Ich denke, was ist das? Geh mal raus. Wir waren noch gerade mal einen Tag nicht da. Beziehungsweise ein paar Stunden. Dinge gewachsen hier. Ja, wir haben eine schöne Allee. Genug Holz für immer und ewig. Ja, Haus. Da hinten haben wir die Garage gemacht, jetzt gehen wir bei im letzten Haus und gucken wir da, ob da noch irgendwas Brauchbares bei ist. Ich gehe mal von aus, gehen wir durch die Garage rein. Hol mal Luft. Oh, das ist hart. Das ist auch hart. Mal rein. Gehen wir hier rein. Wir müssen mal irgendwann hinbekommen, dass wir eine Picke herstellen können, um gegen Eisen besser erste Mittel haben, ne? Gegen Holz ist die Achse gut, aber gegen Eisen halt schlecht. So. Eigentlich sollten hier keine mehr sein, Zombies. Aber man weiß ja nie. Drüben war ein Eingang. Nix. Na, nix. Auch nix. Aber hier ist Leder. Leder, wir brauchen viel. So, ich stelle gerade fest, mein Trauma ist zu Ende. Und mein alten Stand, was ich mal gelevelt habe, ist wieder. Und Hintereingang.
Wir sind nicht alleine. Sauber Schuss. Leider zu spät. Geier. Hier ist ein Geier. Ach, gehen wir ins Haus. So, hier waren wir eigentlich durch. Kontrolle. Nee. Waren wir nicht durch. Gut, da waren wir schon mal geguckt. Gut, dann bauen wir es ab. Ein bisschen Schrott und ein paar Rohre kann man gebrauchen. Rohre kann man auch einschmelzen. Naja. Die müssen, wenn wir es lernen, was Gescheites lernen. So. Wir waren nicht schon mal gewesen. Aber was vieles halt übersehen, ne? Was hier alles wegwerfen, kann ja gut sein. So, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Ich glaube, hier kommen wir gut durch. Ne, Erdung. Und durchfressen. Irgendwelches Gefühl, was es zu holen ist. Na gut, ich kann auch mitgehen. Überraschung. Und das kann liegen bleiben. Sicher, sicher. Nichts zu holen. Da auch nicht. Wir haben sogar Licht hier.
Die haben sich versteckt und barrikadiert. Aha. Blutkonserven. Das haben wir auch übersehen. Was wir brauchen, ist Munition. Munition, Munition, Munition. Entweder wir können die bald herstellen, was ich persönlich noch nicht dran glaube. Das ist ein sehr weiter Weg. Wenn ich mir eine Picke herstellen kann, dann bin ich gut. Dazu müssen wir noch einmal aufleveln. Wir schauen noch mal im Keller nach. Ich muss ja nicht alles durchsuchen, ne? Aber ein Teil. Aber hier waren wir schon gewesen. Die haben schon besucht. Leere. Das haben wir gesehen. Das Ding gut sein soll. Leere, leere. Leere Kühlschrank, leere Waschbecken. Also leer. Ich brauche ja eine Bleibe, wo man. Komm. Mir selbst verletzt. Böse. Böse Falle. Na, da brauchen wir eine Picke. Das nutzt auch nichts, wir sollten nur Pickel haben. Ich dachte schon, wir hätten hier unfreundlichen Besuch gehabt. Okay, gehen wir raus. Nichts zu holen. Nicht für den ersten Augenblick. Leer, leer. Gut. Ich meine, ein paar Sachen können wir noch holen. Da oben waren wir. Der Geier, lass mich nicht in Ruhe. Der ist so voll, schnell. So. Der nervt nicht mehr. Aber hier ein bisschen Federn und ein paar Knochen. Noch einmal so ein Verdings hier für man sagt schon für überladen, dann gehen wir noch das Zeug zum Haus für Kleber, Kleber, Kleber. Nehmen wir hohe Luft.
Oh, Geldscheine gefunden. Ja, hier werden wir es Blutmond verteidigen. Decke ist nicht gut. Decke ist nicht gut. Die Decke ist überhaupt nicht gut. So. Was machen wir hier alles rein? Schwierige Frage. Bretter haben wir gekriegt. Eisen. Fangen wir mit Tieren an hier. Also verdorbenes Fleisch, Federn, Knochen, irgendwelche Pflanzen nachher zum Tee machen, lehmige Erde, können wir auch hier reinschmeißen. So. Essbare Sachen kommen hier rein. Haben wir nicht viel? Haben wir hier Geld? Ne. Aber hier haben wir Dings drin. Aber gut, dass ein gut sein soll. Das werden wir da mal verwenden. Lammration, ja. Das ist gut. Was zum Einschmelzen? Das können wir nachts ja machen. Blut. Papier, Patronen, leere Dosen, Rohre haben wir auch schon viele, Kunststoff. Ich habe noch ein paar Klebern herstellen kann, dann kann ich mir ein paar Sachen reparieren, Reparatur-Kits herstellen. Spiritus weiß ich jetzt nicht genau. Und Geld auch nicht. Wieder ein Topf. Spanegel. Dose. Bruchglas. Hier ist ein bisschen mehr heil als der andere. Nehmen wir den mit. Leeren Krug. Schauen wir weiter, ne? Jetzt gehen wir Richtung nach links hoch. Da soll es ja eine Farbe geben. Wir haben jetzt halb fünf, das muss noch schaffen. Im Dunkeln können wir ja. So, sind wir geschützt vom Geier, ne? Ausdauer ist nicht doll. Wird nicht mehr. Nehmen wir das erste Haus. Erst sauen wir uns vor und dann mal sehen, was Schönes gibt. Gibt. Wer lässt denn hier sowas liegen? Wir müssen Munition sparen. Hast dein Leben aufgehaucht, ich weiß. Links oder rechts? Kann man noch Mais ernten hier. Aber erstmal schauen wir nach unseren speziellen Freunden. Die wollen wir zuerst loswerden. Tag. Hier ist wer. Schlange.
Die folgt mir. Mann, Junge. Noch ein Leder, jo. Denk mal, dass er nicht ohne, wenn er so eine Schlange beißt. Dann ist sein Leben ausgehaucht, glaube ich. Hunger? Das Wildschwein. Er braucht einen Pinsel. Ich sollte mein Ding mal clean machen, ne? Nachladen. Gute Frau, du klingst nicht gut. Sollte man zum Arzt gehen. Hier ein Problem. Rüberlaufen. Junge, muss mir so erschrecken. Zeit 17:30 Uhr. Das ist schon Zement. Ja.
klingt nicht gut. Munition. Gibt es nicht. Der kann man nicht runter so gehen. Der scheint sich hier im Weg. Ein Fertigkeitspunkt, so wenig. Den Schwein will ich killen, aber dann greifen sie mich an. Reparaturkit und ein Hammer. Ah, super. So, wie kriegt der Schwein tot? Oder dass es mich tot macht? Da bin ich sicher. Eine Buchte. Im Grunde ist nur allein, das Tier allein, am Leiden zu beenden. So, noch einen Schuss habe ich drin. Bin nicht sicher. Trau mich nicht. Leiter. Ah, ich komme. Und hier sind wir eigentlich gut geschützt, ne? Da drauf. Das kriegen wir das mal, ne? Feier das Feierabend zum Schluss. Ja. Gut. Können wir einen Braten machen. So, haben wir alles. Es ist 18 Uhr. Wir sind Mais ernten. Von den Grünen. Das geht auch. Können wir mal Weißkohlen backen oder sowas? Noch mehr Zombies. Aber darum kommen wir später. Dann noch zurück. In der Nacht werde ich ein bisschen was umsortieren. Mein Kram. Ein bisschen was futtern. Auch XP hier, ein bisschen Ernten hier. Und irgendwann werden wir uns auch eine eigene Farm zulegen, beziehungsweise wo wir es anbauen können.
Dann brauchen wir nicht mehr auf Essen angewiesen sein, das wir so finden. Wird ja irgendwann auch nicht mehr reichen, ne? So, Leona, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter in der nächsten Folge. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss und danke fürs Reinschauen.